unter Pokémaniacs ist absolut in. Welches Wort fehlt? Das Wort, ich ergebe mich. So, zudem kann ich eine Menge erzählen, auch ganz ohne meine Notizen. Er kann wieder entweder das Relaxo mitnehmen oder das Dragoran. Das Relaxo benutzt Bauchtrommel, um sich auch, um seine KP zu opfern, aber dafür halt maximalen Angriff zu haben und wird damit einer Kombination von Erdbeben und Schnarcher zu greifen. Dann das Dragoran, halt ein König, ein Kingstein, und setzt halt darauf, mit Turbo-Tempo als erstes anzugreifen und zurückzuschrecken. Unsere besten Wahl sind dagegen eigentlich Gengar und Panzer Aeron. Wir haben Gott sei Dank ein paar extra Continues, dass wir den Kampf ein paar Mal versuchen können, da herausfinden können, welches Team er bevorzugt gegen uns einsetzt und darauf halt Antworten zu finden. Was halt auch erwähnenswert ist, ist, dass sein Electek attacken kann, die gegen unser gesamtes Team effektiv sind. Es kann Psychokinese, damit trifft es Gengar und Machomai. Es kann Kreuzhieb, damit kann es Despotar sehr wehtun. Dann kann es Feuerschlag, da trifft es Panzer Aeron und Meganium mit. Und es kann Donnerblitz, was klar ist, damit trifft es Tami und es trifft Panzer Aeron. Ich hoffe einfach mal, dass wenn er es mit hat, dass unser Meganium es mit einer Kombination von Lichtschild und Egelsamen, Synthese, was auch immer, auf jeden Fall irgendwie ausstreuen kann. Das ist das Einzige, worauf ich eigentlich hoffen kann. Dann als nächstes sein Gengar. Sein Gengar kann Überroller. Ist doch Überroller, oder? Ja, ist Überroller. Es kann Überroller, Konfusstrahl, Nachtnebel und Abgangsbund. Das heißt, wir könnten Gefahr laufen, dass dieses Gengar ein Pokémon mitnimmt. Abgangsbund wird in der zweiten Generation aktiviert, egal ob, also wenn Gengar das als zweites einsetzt, quasi als letztes in der Runde agiert und Abgangsbund einsetzt und wir schneller sind, es dann in der nächsten Runde K.O. machen, trifft Abgangsbund uns auch. Umgekehrt natürlich, wenn es das zuerst einsetzt und wir es dann K.O. machen, trifft es natürlich auch. Ich ziehe ein Pokémon mit. Hier hoffe ich ebenfalls, dass Meganium mit Egelsamen hier was reißen kann. Denn wenn das Pokémon durch Egelsamen drauf geht, wird Abgangsbund nicht aktiv. Das heißt, sobald wir dieses Gengar einmal mit Egelsamen bepflanzt haben, müssen wir es irgendwie ausdauern, wenn es dabei ist. Dann das Machomai kann Kreuzhieb, Erdbeben, Steinhagel und Geowurf, quasi dasselbe Setup wie bei uns. Ich hoffe ja, dass er das nicht mit hat oder dass wir das halt auch noch irgendwie platt kriegen können. Ja, man sieht schon, der hat schon gute Movesets drauf. Stami ist mit Surfer, Psychokinese, Dörmbitz und Konfusstrahl noch unterwegs. Von daher wird das hier echt eine harte Runde. Wir setzen als erstes Meganium ein, weil mit Meganium können wir immer noch eine Menge ausrangieren. Und wie gesagt, Meganium brauchen wir in diesem Fall für Gengar und für Electric. Das heißt, Meganium wird hier eine echte Mammutaufgabe erledigen müssen. Dann als zweites nehmen wir Panzer Aeron mit, weil wenn er das Relaxo dabei hat, dann kann unser Panzer Aeron das einfach auslachen. Weil wenn es nur erdbeben kann, ist uns das egal. Und zu guter Letzt nehmen wir Gengar mit, denn Gengar kann das Dragoran auslachen. Wir werden jetzt erstmal in diesem Kampf abchecken, was er bevorzugt mitnehmen wird. Das heißt, es kann durchaus verlieren, dass wir jetzt die ersten zwei Kämpfe verlieren. Das Finale beginnt. Welcher Trainer wird wohl die Meisterschaft gewinnen? Und er hat Stami dabei. Wir beginnen mit einem raschen Lichtschild, falls er dann gleich wechselt. Die Menschen starren einander an. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale. Jetzt wird sich zeigen, wen er noch dabei hat. Wir wissen, er hat Stami dabei. Er hat Dragoran. Das passt mal nicht ganz gut in den Kram. Okay, das bedeutet, Relax hat er schon mal nicht dabei. So, wir haben uns mit Lichtschild geschützt. Sein Schutz gegen Spezialattacken steigt. Wie wird sich wir werden auf Gengar wechseln. Instant. Ein Pokémon-Wechsel wird vollzogen. Ringfrei für Gengar. Ich hoffe jetzt nur Gengar vierten hier an. Gott sei Dank.
So, und wir greifen schnell mit einem Eisheber an. Eine wilde Attacke mitten im Schwanze! Eine böse Attacke! Ein Treffer auf den wunden Punkt! Shit! Das ist ja auch ein das ärgert mich. Der Gengar hätte das gepackt, wenn der Volltreffer nicht gewesen wäre. Welches Pokémon betritt die Arena? Muss Panzer ja auch machen. Meganic kommt mit Giga sogar nicht mehr. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 2 zu 3. Ist das ärgerlich. Eine sehr effektive Attacke. Und das trotz Lichtschild. Was nun? Ein schwacher Treffer. Ein wilder Treffer. Ausgerechnet jetzt den Volltreffer kriegen musste. Dieser Volltreffer, der ärgert mich so dermaßen. Das Pokémon verlässt meinen Pokéball. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Lichtschild lässt nach. Na super, Megane schafft das niemals. Die Anzahl der verbleibenden Karten unterscheidet sich erheblich. Eine starke Attacke. Genau auf den Schwachpunkt. Edelsamen! Jawohl, ein Treffer! Es verwendet Kräfte, um seine KP aufzufüllen. Beide Kämpfer versprühen Funken. Wir sind sowas von tot. Natürlich wieder Volltreffer. Kann mal bitte jemand eine Strichliste führen, wie oft wir einen Volltreffer haben und wie oft der Gegner einen Volltreffer hat? So endet dieser Kampf. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Echt, ohne den Volltreffer gegen Gengar hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Na gut. Hilft nichts, über verschüttete Milch zu machen wir weiter, wir haben noch genug Versuche. Und wie gesagt, es ging im ersten Kampf eigentlich auch nur darum, sein Team auszuloten. Fun Fact, das Panzer Aeron war übrigens eine Spontan-Addition. Ursprünglich sollte Despotter mit dabei sein. Das werden wir jetzt auch machen. Dem Gengar mit und so gut als Despotter. Und am Anfang halt natürlich wieder Megane. Megane ist in dem Kampf zu wichtig. Welcher Trainer wird wohl die Meisterschaft gewinnen? Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob er wieder 3 Wochen dabei hat oder Relaxo. Der fängt auf jeden Fall schon wieder mit Starmie an. Alter, ich wünsche, es gäbe schon Fähigkeiten und Gengar könnte Schwebe. Ein Pokémon-Wechsel. Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ringfrei für ja, Dragoran. So, Junge, jetzt gibt's Revanche. Sein Schutz gegen Spezialattacken steigt. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon haben? Wie, der Frick ist unser Gengar. Ein Pokémon-Wechsel wird vollzogen. Ring 3 für Gengar. Ey, wie traue ich der CPU gerade alles zu? Ein kleiner Kratzer. Wie wird sich dieser Pokémon-Tausch aus dem Kampfverlauf auswirken? Jetzt geht es los! Mitten ins Schwarze!
Na, kommt jetzt wieder der Volltreffer? Eine böse Attacke. Ein Schwachertreffer. So sollte das eigentlich aussehen. Beide tun sich schwer. So, stirbt Dragoran. So, das heißt, Relaxo können wir schon mal ausschließen. Da ist Dami dabei und ich denke mal, er wird wieder Electek dabei haben. Das ist Dami. Ein wilder Kampf entsteht. Ein Anflug von Psychokinese! Eine sehr effektive Attacke! Es hat den Angriff überstanden! Und ab geht's! Alter Vater, Breitseite! Lichtschild lässt nach! Beide Kämpfer versprühen Funken! Den Surfer zum Gruße! Weil das Ding ist, egal welches Pokémon er als letztes noch hat, das wird eine Herausforderung. Der Pokéball öffnet sich und zieht ein Pokémon-Preis. Der Kampf wird immer intensiver. Na, es ist ein Konfuzstrahl. Ich hoffe, wir können es aus dem Weg räumen. Verdammt. Au. Zum Glück hat Megane keinen sonderlich guten Angriff, dass wir das mit Überraschung wieder flicken können. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Wie wäre es damit? Treffer! Das hat Schaden angerichtet! Ah, es oh, Gott sei Dank! Da, Igasauger! Mit dem Schwarzen! Uah, Karo! Es sitzt nur noch ein Pokémon auf der Bank! Ja, und egal welches es ist, gefährlich ist es trotzdem. Ringfrei für Gengar. Na, Gengar. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Bist du jetzt wahrscheinlich noch das ungefährlichste von allen mit all deinem Abgangsbund. Ein erbitterter Schlagabtausch. Was nun? Wir müssen irgendwie die Egelsamba raufkriegen. Es ist verwirrt. Was jetzt? Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Ah, es Gott sei Dank, jetzt ganz, ganz flott Egelsamen draufwerfen. Damit sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Ein wilder Kampf entsteht. Beide tun sich. Despota! Ein Pokémon. Wir müssen Zeit schinden. Ring frei für Despota! Hier kommt der Angriff! Ein kleiner Kratzer! Und ich bezweifle irgendwie, dass das mal mit einem Abgangspunkt beendet. Und selbst wenn, ist uns das egal, wir haben immer noch einen Pokémon übrig. Wenn er jetzt Abgangspunkt einsetzt, verliert er sowieso, wenn er verliert. Er kann damit nicht mehr gewinnen. Wir versuchen jetzt einfach mal ein schönes Erdbeben.
Wie gesagt, wir werden versuchen, dieses Gänger mit den Egelsamen wiederzubringen. Wenn das Erdbeben allerdings trifft, habe ich da auch keine Einwände gegen. Im Prinzip haben wir verdammt viel Glück gehabt. Ich bin so fertig mit der Welt. Es sieht nicht nach viel Arbeit aus, aber es ist verdammt anstrengend. Und wir haben dieses Finale verdammt gut geschlagen. Nein! Props an dich, Despotter. Und unser Gengar. Alter Finne, bin ich fertig mit der Welt. Ich dachte ja schon gegen den Toxintypen, dass wir nicht weit kommen, aber da hat Despotter das Ruder noch so knapp rumgerissen. Alter Finne und Megani hat auch einen wunderbaren Job gemacht. Ich glaube, Megani war hier so der MVP diesmal, so der Heimliche. Oh Gott. Ich muss beichten, mir es war tatsächlich ein wenig schlecht vor Aufregung. Und dann habe ich normalerweise einen sehr festen Magen. Und wir haben den Pokémon Cup Kategorie Meisterball in der zweiten Runde gemeistert. So Leute, das war jetzt der Part. Der hat lang genug gedauert. Das werden jetzt wahrscheinlich zwei Parts. Boah. Ich mache mir jetzt erstmal den Baldrian. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir den Premium Cup in Angriff nehmen. Wobei ich ja der felsenfesten Überzeugung, also ich fühle mich für den nicht bereit. Allerdings, ich habe mich auch nicht für den Pokémon Cup bereit gefühlt. Und da sind wir relativ locker durchgekommen. Bis zum nächsten Mal. Und bis dann sage ich Ciao.